Subi. Hier gibt's Geld. Das werden wir mal einfach nur so lesen. Hier war nichts weiter. Nee, nee, nee. Hier stand niemand mehr davor. Gift, speziell für Turianer. Genau. Gut, das hätten wir auch gelesen. Hier hinten gehen wir mal. Nee, hier gibt es noch diesen komischen Mod, den wir aufheben können. Dum, 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 dum. Speichern, so. Wow. Was gibt's denn hier drin? Junge, Junge, Junge. Datenpad. Außenposten zu 48% betriebsbereit. Wir haben einige der Lagerräume und den Zentralkern zu Unterkünften umfunktioniert, um Energie zu sparen. Die äußeren Bereiche sind alle stillgelegt, was uns eine Pufferzone geben müsste, falls Cerberus-Agenten uns aufspüren. Die Geschütze funktionieren, aber ich weiß nicht, wie gut sie geschützt sind. Ich werde versuchen, auf dem Schwarzmarkt Schilder dafür zu finden. Gut. Ich muss ja nicht zwingend Schwarzmarkt dafür verwenden, aber... Oh, wer ist das? Das ist Jacob. Okay, gut. Mit Jacob reden wir gleich. Hier gibt es nichts. Wurde ich hier nicht irgendwie... Nee, nee, das kann nicht sein. Kessa Fabrication. Super. Speichern. Mit dem können wir nicht reden. Das ist Garrus. Jetzt geht's los. Sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Ja, und passt zu Ihnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Okay, und was ist jetzt mit Sie noch Vater? Noch, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich überhaupt nicht. Wieso verfolgt denn das? Erzählen Sie mir über Dr. Sie, Cole. Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Ja, das stimmt. Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Ja, nett. Und wie kamen Sie hierher? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr? Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Mit Sie meinen Sie... Wen meinen Und Sie was eigentlich? Was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten Sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Du willst nur wichtig sein, Mann. Die Normandie ist ihre wahre Liebe. Aber wer will das nicht? Manchmal möchte ich Sie schon gern zum Teufel schicken. Nein. Das können so. Sie nicht. Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen vieles. Von der Indoktrination. Das ist klar. Ja, weil es dieses Krasse ist. Gefragt, was da schief ging. War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Es ist mies. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Okay. Was ist das wohl? Okay. Ich dachte, wir hätten uns rundum abgesichert. Fünf. Und jetzt geht's nach Was oben. Hätten diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Eine hektisch aufgestellte Miliz ist kein Gegner für eine Cerberus-Einheit. Yep. Es sei denn, es ist eine gute, hektisch aufgestellte Miliz. Okay, ein getarnter Käfer bewegt. Was bringt einem denn die Ladebildschirme, wenn man noch nicht mal genug Zeit hat zum Lesen? zum Gott. Moment. Ah! Carnifex. Was kann denn die gute Carnifex? Was kann die denn? Carnifex. Macht mehr Schaden. Okay.
Aber die Scorpion macht so auch mehr Schaden. Aber das, was ich habe, macht jetzt auch nicht so sehr viel. Ich bräuchte schon eine Modbank dafür, oder? Ich weiß jetzt nicht. So. Das macht weniger. Genauso viel Schaden wie das. Aber ist leichter. Sehr schön. Dann nehmen wir die mal. Und speichern. Moment, hallo, speichern? Okay, will gerade nicht. Nee, will nicht. Schauen wir mal weiter. Ja, weil Gegner hier in der Nähe sind. Aber wie kriegt man die jetzt? Wir können sie immer überraschen, aber wie kriegt mir so ein Centurio tot? Moment mal. Ja, genau. Okay. Der wird reingezogen. Und der Schildgenerator wird... Das Ding kommt weg. Was? Ach, komm schon. Das ist ja mal Beschiss hier. Eigentlich müsste das merken, in welche Richtung man diese... Also, mit welchem Winkel man das losgeschickt hat. Das wäre schön. Damit man dann nicht draufklickt, zack, und dann sich um so und so viel Grad bewegt, das reicht. Ich würde es für schöner finden. Tada! Oh, mein Gott. Bah! Und noch einer. Wer will? Wer hat noch nicht? Fehlt noch einer. Oh, da ist er. Gut. Überlasten. Okay. Und dann ist er weg. Wir müssen den Satellitenturm finden. Wieso müssen wir immer Türme finden? Wir sind bei Herr der Ringe. So. Wir können immer noch nicht speichern. Was ist denn hier los? Oh. Ah, ich müsste dann unbedingt noch mal zurückschauen. Okay, den nehmen wir mit. Ah, den auch noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Das Schild wird weggenommen. Oh nein, wow. Aua. Oh, Kurskralieber. Kurskralieberlauf. Oh Mann. Hoffentlich... Kann ich hier noch irgendwie mal wieder zurück, weil ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Oh, stirb! Oh nein, da kommt jetzt wieder. Aber der nicht. Links neben mir sind noch Leute. Dreckscenturio. So. Oh, Garrus will ich doch nicht töten. Wow, ah, nee. Nee, nee, nee. Nehmen wir das. So vielleicht? Und so? Yep, ist down. Hier gibt's nichts mehr. Nein. Ah, jetzt. Super. Zum Glück habe ich ja 4 nicht belegt. Dann seid ihr jetzt ein Problem. Ah, hier kann ich also hoch. Wo muss das sein? Okay, gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen? Boah, das erschreckt mich jedes Mal. Nein, 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 nein. Gibt's nichts. Könnte man denn eigentlich normalerweise von hier unten hier hoch? Oder ist das bloß so eine Art sekundärer Ort? Also, einfach nur da, aber sonst zu nichts zu gebrauchen. Schade eigentlich. Ich dachte, hier wäre irgendwas Nützliches. Ne, Moment. So. Nein, nicht seitlich vorbei. Ja, hier hoch kann ich nämlich jetzt nicht mehr. Schönen Dank. Moment. Ja, okay. Alles mitgenommen. Auf der anderen Seite war noch was. Oh, Generator aktivieren. Ja, reaktivieren wir mal das gute Schaum. So. Ich glaube, ich habe den Turm gefunden.
Feinde landen. Okay. Aua, hey. So, hier muss ich hoch. Oh, Junge. Gut, den holen wir uns. Hallo. Ah, jetzt sind sie wieder weg. Und, wann fliegt er? Wann fliegt er? Da ist er. Wie genial. Ich sollte wirklich viel, viel häufiger diese komische Kampfrolle machen. Sie ist genial. Okay, ja, ziehen. Und, okay, vor mir ist bald was. Ah, okay. Hallo? Nee. Kann ich denn dieses scheiß Schildgeneratorenteil nicht aktivieren? Nee. Okay. Passt eigentlich ganz gut. Aber das Geschütz geht mir wirklich noch ein bisschen auf den Sack. Nein. Okay, renn. Wie komm ich denn bitte da hoch? Ah. Oh Gott, nein. Ach du Scheiße. Nein. Oh Gott. Okay, hier unten muss ich wirklich aufpassen. Okay, erstmal ausdünnen. Eigentlich wäre es wirklich schön, wenn ich bis zu dem rankommen könnte. Mal gucken. Ja, wie geil. Oh. Und. Oh, da ist schon. Den hat es schon erlegt. Okay. Ne, speichern können wir nicht. Anscheinend ist noch irgendwas. Ja, irgendwas wird noch passieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. Schauen wir mal. Oh, da vorne ist noch einer. Und Feuer an. Oh, da ist noch einer. Wie kommt? Wo kommt die alle her? Darauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Jetzt kommen die aus allen ihren komischen Ecken gekrochen. Das ist ja nicht mehr normal. Aber schön, dass die wenigstens ihre Schildgeneratoren da gelassen haben. Und dass die irgendwie, das ist ja auch richtig mies, wenn die Kampfanzüge von denen an die Generatoren gekoppelt werden und sobald die alle tot sind, dann